Sehr witzig. Peter Burnson und Dörte Petzold, sie besiegen jeden Unhold. Peter Burnson und Dörte Petzold, lass die beiden dein Freund und Helfer sein. Willkommen beim ersten Treffen der länderübergreifenden Sondereinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Ich begrüße dazu die Elite der deutschen Polizei. Und ich begrüße Peter Burnson und Dörte Petzold. Männer, unsere Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Unser letzter Lockvogel hat es leider nicht geschafft. Freiwillige! Peter? Ja, ich dachte, das könnte vielleicht die Dörte machen. Pass mal auf, Puppe. Du bist mir irgendwie nicht ganz koscher. Was machst du beruflich? Drogendealer. Ach ja, dann weißt du auch, was ein grüner Afghane ist. Droge? Richtig. Siehst du? Ich trau dir trotzdem nicht. Leg sie um. So, der Zugriff, bitte. Polizei, keine Bewegung. Menno. Hol mal die Kelle. Was machst du denn da? Mach dir mal keine Sorgen, Dörte. Die Jungs von der Geschwindigkeitskontrolle behandeln das Ganze bestimmt super diskret. Vielleicht aber auch nicht. Und Frau Schnackenburger ist uns auch entwischt. Ja gut, aber was sollen die denn dafür mit uns machen jetzt? Sollen die uns zur Wasserschutzpolizei versetzen oder zur DLRG an Badesee? Na, Dörte, alles tippitoppi hier an unserem Badesee? Alles tippitoppi. Oh, Scheiße! Dörte, lass doch mal. Ja, was denn? Hol mal einen Krankenwagen, Mann! Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Ja, wie? Was lohnt sich nicht? Guck doch mal. Wie? Hast du mal einen Pfefferminz?